bitte. Alle, hopp! 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 Guten Abend, liebe Zuschauer. Heute Abend Faschingsumzug total. Ich meine, da ist am letzten Tag der Fasernacht, am Dienstag, so viel gemacht worden, dass man auch mal die Leistung derjenigen würdigen sollte, die den Umzug mitgestaltet haben, aber auch der Kinder und der Eltern und insbesondere der Zwebriger und der Auswärtige, die zugeschaut haben. Ich meine, es war trotz des kurzen Zuges, das sollte man mal ein bisschen machen, das mehr los ist. Eine schöne Sache, insbesondere hat das Wetterwind mitgespielt. Schauen wir mal rein. Jetzt.
So, liebe Zuschauer, das also war der Faschingsumzug in Zweibrücken. Wir haben ganz bewusst zunächst einmal nicht viel kommentiert, um die einzelnen Gruppen mal so auf uns wirken zu lassen. Wir haben uns vorgestellt, dass wir zunächst einmal alle Gruppen an uns vorbeimarschieren lassen. Sie wissen, wir stehen vor dem ehemaligen Landratsamtsgebäude, jetzige Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrücken Land. Dort waren noch nicht ganz so viele Zuschauer, aber man war schon zufrieden. Von dort aus konnte man gut die einzelnen Gruppen beobachten. Hier haben wir, glaube ich, die Gruppe aus dem Rossloch. Und dann steigen wir auf den großen Wagen der KVZ. Von dort aus werfen wir dann die Bonbons, die Gutsja, wie wir so schön sahen, rennen in die Menschenmasse und von dort aus sieht man dann, was doch unheimlich viele Zweibrücker links und rechts des Weges gestanden haben. Dann geht unser Kamerawagen runter zu uns an den Busbahnhof, dort wo die Haute Volée steht, wo der Oberbürgermeister die Parade abnimmt und wo das Ganze noch etwas näher erläutert wird. Hier sehen wir also den Bronkwagen aus dem Wolfsloch. Die vom Wolfsloch, die machen auch immer ganz schön Stimmung. Sie haben ein bisschen die Fruchtmarktstraße auf den Arm genommen. Wenn die Poste alle hopp, dann ist die Fruchtmarktstraße top. Das heißt also, wenn die Poste all weg wäre, da ohne die man jetzt neu hingemacht hat, dann wäre die Fruchtmarktstraße ein bisschen mehr in Ordnung. Ja, hier hat es noch ein bisschen gestockt. Sie können sich vorstellen, der Zug hat müssen langsam durch die Straße gehen, denn es ist nicht ungefährlich. Die Kinder, die gehen ja den Gutsjahr-Ball bis in das Auto und hat es immer wieder gestockt. Denn die Begeisterung, kann man sagen, ist auch übergeschwappt. Aber ich bin jetzt mal wieder ruhig und lasse die Stimmung einfach von der Fernseher überspringen. Ich meine, das ist das Schöne am offenen Kanal. Wir hätten auch können gleich noch im Umzug diese Aufnahme zeichnen. Das machen wir am Nextshore, an Faschingsdienstag. Und dann sind die Zweibrücker mit ihrem offenen Kanal nicht nur in der ersten Reihe, sondern sie sind später Mitte drin. Und damit noch ein bisschen Spaß weiterhin bei der Sendung über unser Faschingsumzug. Thank you.
Hast du Glück gehabt, ne? Warum? Wenn ich dich aber nicht gekannt hätte. Ja, bitte. Warst du alt genug? Ja, vorne. Ja, das ist ein So, wir haben gerade die Gruppe der Voltigierer im Bild, die vom Reiterverein mitgekommen sind. Es ist nur eine ganz kleine Gruppe, denn die Leute vom Reiterverein, die hatten eigentlich keine Lust mitzumachen, weil man ja in diesem Jahr gesagt hat, wir sind nicht mehr die Stadt der Rosen und Rosse, sondern nur noch die Rosen, und da sollen halt die Rosen mitmarschieren und die Rosse bleiben zu Hause. Und was hier an Rosse noch gerade mitmarschiert ist, das ist etwas für die kleinen Kinder von der Voltigierabteilung, da sieht man es ja auch. Wenn man zu den Vereinen etwas großzügiger wäre oder anders sie ansprechen würde und auch nicht solche einsamen Entscheidungen treffen würde, wie die Logo-Entscheidung, dann wären bestimmt auch mehr Vereine zu begeistern und der Faschingsumzug wäre eine ganz andere Sache. Ich meine, da sollte man auch mal, weil wir Stadt der Rosse sind, vom hohen Ross der Verwaltungsspitze herabsteigen und mit den einzelnen Leuten mal persönlich reden, vielleicht auch mit den Vereinsvorsitzenden, dass hier mehr Schwung dahinter ist. Denn wie wir später noch sehen, die Massen, die hier unterwegs waren, das ist auch eine gute Werbung für Zweibrücken. Das hat Außenwirkung, das ist Stadtmanagement und gehört dazu. Aber man kann das Stadtmanagement nicht einfach nur den einzelnen Bürgern überlassen. Das muss besser geordnet werden. Aber wir wollten ja noch lustig sein, obwohl Fasching schon rum ist. Wir wollten jetzt einfach an den Faschingsumzug nochmals denken.